Herr Gasser, das unabhängige Versorgungswerk ist eine Versorgungseinrichtung, das im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung eingerichtet wird. Was ist eigentlich das Besondere daran? Was sind die Vorteile? Ja, Herr Bayer, die normalen Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung sind den allermeisten bekannt, ob Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsvorrückdeckte Unterstützungskasse. Die haben alle eins gemeinsam, die Liquidität bleibt nicht im Haus, die geht also zu den Versicherern zum Beispiel. Es geht auch anders mit unserem Versorgungswerk, der frei dotierten Unterstützungskasse, ist eben so, dies beruht auf den Dotierungen im Einkommensteuergesetz, der Steuerfreiheit der Unterstützungskasse, der freien Mittelverwendung und den Richtlinien der Unterstützungskasse. Das heißt also, die Liquidität bleibt im Haus. Das ist, die Möglichkeit gibt es schon sehr, sehr lange. Es hat sich also bewährt, schon seit über 100 Jahren. Große Konzerne nutzen das schon sehr lange. Wie funktioniert das? Der Mitarbeiter bekommt eine attraktive Rente vom Arbeitgeber zugesagt und kann diese steuerwirksam an unser Versorgungswerk zuwenden. Er hält das Geld wieder in Darlehensform zurück und kann mit dem Geld im Unternehmen arbeiten. 50% davon kann er also frei verwenden. Er kann es zum Beispiel dazu verwenden, um Kreditlinien zu minimieren, um Gelder zu investieren. Und die weiteren 50% soll er eben analog dazu verwenden, in einer freien, wählbaren Kapitalanlage, um die Renten sicherzustellen. Das unabhängige Versorgungswerk für kleine und mittelständische Unternehmen bietet das alles an. Es ist gegründet worden aus Steuerberater, Rechtsanwälten, Unternehmensberater aus der Region Saarland und im Hintergrund die Kanzlei Fels, wo mit uns fachkundig Unternehmen überregional berät. Der große Vorteil für die Unternehmen ist also, dass sie für Fach- und Führungskräfte sehr attraktiv wird, weil sie eben eine sehr, sehr attraktive Rente bietet zum einen. Zum anderen baut das Unternehmen weitere liquide Mittel auf und kann Vermögen aufbauen, unabhängig von dem normalen Geschäft.